meine Wohlfühloase. Heute Abend wieder live aus dem virtuellen Studio mit meinem Arbeitsplatz im Hintergrund. Fußball aus der Liga Nosch in Portugal zu kommentieren mit dem neuen Meister, dem FC Porto, im Heimspiel gegen Moreirense. In unserem virtuellen Studio hier bei Sport Digital, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Warum fühle ich mich hier wohl und warum möchte ich mit dir gerade auf diesem oder in diesem Raum, in diesen Möglichkeiten mit dir zu einem Thema sprechen? Es geht nämlich um Zertifikate, um das, was dich auszeichnet oder auch mich auszeichnet. Ich werde immer wieder gefragt, warum kostest du dieses Geld am Tag? Bist du das wert? Bist du gut? Da wäre ich sowieso schon wahnsinnig. Bist du gut? Wer entscheidet das? Anhand von Zertifikaten soll das wohl entschieden werden. Je mehr man davon an der Wand genagelt hat, ich habe hier nichts an die Wand genagelt, auch zu Hause nicht, weil mir diese Zertifikate völlig egal sind. Ich bin das Zertifikat. Ich in Person, in Fleisch und Blut. Und wenn mich jemand fragt, der mit mir arbeiten möchte und mich erst fragt, bist du gut, warum rufst du diesen Preis auf, der hat sich überhaupt nicht mit mir beschäftigt. Und dann ist mir diese Frage auch völlig egal und ich weiß, dass diese Person mir die Wertschätzung gar nicht gegenüberbringt. Warum auch, wenn sie mich fragt, bist du gut und warum bist du so teuer? Und auch das ist ja relativ. Für den einen ist ein Tagessatz von 1.000 teuer, für den nächsten 5.000, für den nächsten vielleicht erst 10.000. Zertifikate, die kannst du dir, und hast du vielleicht auch schon getan, in Weiterbildung, Fortbildung, innerhalb eines Tages, innerhalb von 4-5 Stunden, innerhalb eines Wochenendes bekommst du diese. Was ist es denn in der Regel? Es ist die Bescheinigung, die Teilnahme, dass du an etwas teilgenommen hast. Hast du den Inhalt innerhalb dieses Tages, Halbtages, des Wochenendes verstanden, inhaliert? Kannst du ihn umsetzen? Oder ist es wichtig, dieses Zertifikat zu haben, um dich darüber zu definieren, wie gut du bist, wie gut du vor anderen dastehst? Und ob du vielleicht, wie ich in meiner Position als selbstständiger Unternehmer, dadurch einen Preis definieren kannst? Ich mache das nicht. Für mich sind Soft Skills entscheidend. Und wer mit mir arbeiten möchte, will und kann, der hat sich erstens über mich informiert, zweitens stellt er nicht für mich diese dämliche Frage, bist du gut? Und drittens fragt er mich auch nicht nach meinen Zertifikaten, sondern er geht mit mir in einen Dialog, in einen Austausch und schaut, passen wir zueinander? Können wir gemeinsam einen Weg gehen in der Entwicklung, die der Klient möchte? Zertifikate sind für mich Bullshit. Das kommt aus einer Zeit, und da müsste ich ja ganz weit ausholen, tue ich aber nicht, passt aber in unser Ausbildungssystem, was ja schon in der Schule beginnt. Gutes Zeugnis, gute Zensuren, super. Wie? Numerus Clausus für Medizin, hast du den nicht, kannst du es nicht studieren. Also wirst du über Zensuren definiert und abgestempelt. Ob du möglicherweise andere Skills hast, hinterfragt dann keiner mehr. Weil das Zeugnis, das Zertifikat ist entscheidend. Ja, ich kann das verstehen, dass manche Bereiche das brauchen. Ich brauche das nie und ich werde auch nicht mehr danach gefragt. Sollte ich danach gefragt werden, habe ich ja schon eine Antwort dazu gegeben, was ich davon halte. Und ich möchte dir das auch mit auf den Weg geben. Sei stolz auf das, was du erreicht hast, was du kannst, was dich auszeichnet, welche Stärken und Fähigkeiten du hast. Soft Skills. Hier und heute entscheidend. In dieser Welt. Und das ist etwas, warum sehr, sehr viele Menschen, Mann wie Frau, Frau wie Mann, mit mir arbeiten möchten und wollen und es getan haben. Und dabei ist es für mich auch wieder unerheblich, welche Zertifikate Sie haben. Interessiert mich auch nicht. Sondern es geht ja darum, ein Bedürfnis, das diese Menschen haben, zu entwickeln, zu fördern, auszubauen oder neu zu entdecken. Und was hilft es mir dann, dass ich sagen kann, ich habe Zertifikate und weiß, wie eine Tür aufgeht, ich weiß, wie die Tür zugeht, ich weiß, wie ich einen Gang runtergehe, ich weiß, wie ich einen Stift halte, ich weiß, wo ich den Ordner reinstecke. Bringt doch alles gar nichts. Es geht um dich als Menschen und nicht um ein Zertifikat, das du an der Wand hängen hast. Das ist noch einmal für mich echter Bullshit. Meine Meinung, und ich möchte dich dafür sensibilisieren, zu dir selbst zu stehen, mit deinen Stärken und Fähigkeiten und in deinem Bereich, wie sage ich immer so schön, Gas zu geben. Dankeschön fürs Zuhören.